Fest zu Ehren eines christlichen Papstes mit Traditionen von den Götzendienern. Wie kann ein Muslim daran teilnehmen? Und wie kann ein Muslim das feiern? Und wie kann ein Muslim zu einem Käfer hingehen und ihm dazu beglückwünschen? Wie gehe ich zu jemandem hin und beglückwünsche ihn zu seinem Kufr? Wie? Das ist wie, als wenn jemand einen jemanden umbringt und ich sage herzlichen Glückwunsch zum Mord. Und was diese Leute machen, ist noch schlimmer. Es gibt kein größeres Verbrechen als Schirk, Kufr. Das ist wie, als wenn jemand einen jemanden umbringt und ich sage herzlichen Glückwunsch zum Mord. Und was diese Leute machen, ist noch schlimmer. Sagte der Prophet, der Shahid, der Märtyrer, Allah gewährt ihm sieben oder beschenkt ihn mit sieben Sachen. Den Märtyrer, der Shahid. Was passiert mit dem Märtyrer, der auf Allahs Weg stirbt? Der Tod wird bei ihm sein wie ein leichtes Kneifen, hat der Prophet gesagt. Wieso? Und das war's. Allahu Akbar. Er gibt sein Leben dafür, dass der Koran beschützt wird. Damit die Religion Allahs beschützt wird auf dieser Erde. The peak, the pinnacle, the crest, the highest point, the pivot, the summit of Islam is jihad. And don't give up. And we have to embrace them and not kick them to the curb. We have to embrace them. Y'all go back and get to work. Allah is my Lord. Islam is my life. The Quran is my guide. The Sunnah is my practice. Jihad is my spirit. Righteousness is my character. And paradise is my goal. For I enjoin what is right. I forbid what is wrong. I will fight against oppression. And I will die to establish Islam. Ihr, und wir kennen euren Namen, ihr solltet euch alle etwas schämen. Ihr solltet euch gefälligst was schämen, weil ihr große Lügner seid. Diejenigen, die nicht an unsere Zeichen glauben, die werden wir im Feuer brennen lassen. So oft ihre Haut verbrannt ist, geben wir ihnen eine andere Haut, damit sie die Strafe kosten. Ja, das ist die Aussage im Koran. Weil ihr große Lügner seid. Ihr wisst und jeder Muslim weiß, dass die Christen und die Juden Kuffar sind. Und wenn sie den Islam nicht annehmen, gehen sie für alle Ewigkeit in die Hölle. Weil ihr große Lügner seid. If it's an Islamic country, then the Sharia is very clear. Apostasy is dealt with the death penalty. Weil ihr große Lügner seid. Weil ihr große Lügner seid. I will die to establish Islam. Ihr sollt euch gefälligst was schämen, weil ihr große Lügner seid. Telling you how we feel, we're telling you what we see, we're telling you what's happening to our country. We're living side by side with terrorists, Islamists, people who want to completely obliterate our way of life and our culture and convert this country into an Islamic state. Wieso lassen wir das alles zu? Weil wir unsere Werte aufgegeben haben. Und nur deshalb kann Europa so schnell islamisiert werden. Geschichte bedeutet Veränderung und wenn wir jetzt nicht den Vormarsch des Islam aufhalten, dann werden uns unsere Kinder eines Tages einmal ganz brutale, bestimmte Fragen stellen. Fragen, die sie sich in den letzten Minuten vielleicht auch schon einmal gestellt haben. Warum höre ich das alles nicht? Warum habe ich in den Medien und von der Politik nichts mitbekommen? Warum reagiert eigentlich niemand darauf? Täglich werden unterdessen in Europa neue Moscheen eingeweiht. Wir sehen das weiterhin als eine angebliche kulturelle Bereicherung an. Ist es vielleicht eine Kultur?